Alter Vater. Die Alien Motherfucker. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Angezockt. Heute ist der 14. Dezember und es ist Zeit, Saints Row 4 zu spielen. Warum? Keine Ahnung, habe ich so beschlossen. Ich habe das Spiel tatsächlich noch nie gespielt, aber ich bin sicher, dass es total toll wird. So, stelle ich jetzt so, dass es mittlere Form kaum zu sehen ist. So sehe ich es kaum. Aber eben immer noch. So sehe ich es gar nicht. So vielleicht. Okay, fortsetzen. Ihr seht also, ich starte das Spiel auch gerade das erste Mal und ich weiß gar nicht, worum es da überhaupt so richtig geht. Ich habe es jetzt immer nur so... When the Saints made their presence known to the world in 2006, they were decried for being pretenders to the throne. The people were confused. Were the Saints sociopathic killing machines hell-bent on destruction, or puckish rogues living a life of mirth and whimsy? The Saints needed clarity of purpose, and so the course was set. More fun, less mercy killing. This simple choice revitalized the Saints, transforming them from a degenerate street gang into beloved pop culture icons. But even then, the Saints were not satisfied. For it's one thing to be revered as a hero, it is another to be a hero. And that, my friends, is where our journey begins. Aha. Oh! Schedule. We need to move. You're a real people person, aren't you? I'm sorry, is this a counter-terrorist operation or a Saints flow shoot? I'm Shy. Asher Odekar. Follow me. Okay. So ein typischer Einsatz im Irak hier? Oder was ist das? Business. We know what's at stake. Do you? Look, lady, this motherfucker knows how to get shit done. Don't you worry about me. What's security? My tech guy brought us a 10-minute window. If we move fast, we'll only need to worry about the guards on foot. How many of those are there? Don't know about the numbers inside, but there are about 8 marching the perimeter. On my signal, we... Not
Okay, spannend. Auch wenn ich jetzt gerne mal so langsam selber spielen würde, aber. Base, are you there? What are we walking into? The intelligence I'm looking at suggests. Hold on. Hide, truck on its way. Wait a minute. Your hammer is. Was that Matt Miller? Kinsey, be nice. But seriously, what the hell? Matt Miller is a proven attacker, a venerated agent of MI6 and a key member of our operation. And the fact that he tried to kill us. What's past is past. We are all working together now. Let's focus on the job. As I was saying. Hold that thought, Matt. Guards ahead. Holger Asche. Oh, ich dachte, er was machen, okay? Typ mich gesehen hat. Ah, verdammt. So behinderte Wand. So, auf jeden Fall ist er tot. Da ist noch einer. Stirb. Oh, verdammt. Ah, ich hab mich selber. Ich hab mir direkt vor den Füßen eine, so ein brennendes Fass in die Luft gejagt. Oh, hier schießt noch irgendwo einer. So, zack. Was willst du? Hau ab. Stirb. Stirb. Oh, warte, er lebt noch. Ich muss mal ganz kurz. So. Wo da hinten? Mich irgendwie verstecken? Oh, sonst wird's aber eng hier. Ich wüsste ganz gerne, wie viel Leben ich noch habe oder so. Wie soll man denn Leute erschießen, wenn die ganze Bude hier so wackelt? Ui, oh, das ist schlecht. Woher geht's? Da. Wenn ich das richtig mitbekommen, müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Du hau auch ab. Da rennen noch zwei rum, ich das richtig gesehen habe. Oh, ja, hier ist eine schlechte Deckung für euch, Freunde. Ah, verdammt, Hilfe! Wo ist denn hier noch? War das jetzt meine Freunde? Ich vermute mal, ich muss hier hoch. Ich habe so gerade ein bisschen den Überblick verloren. So, geh in Stellung. Approved Terrorists only. Ach so. Ich bin ein geprüfter Terrorist.
Was ist hier los? Eine Zeitlupe? Verfolge Cyrus. Okay. Ich würde gerne irgendwie rennen. Oh. Das kam jetzt nicht so gut. Kann ich weiterlaufen? So. Dafür kriegt Cyrus einen auf die Fresse. Yikes! Oh. Epischer Kampf. Leertaste drücken, okay. Ah, okay. Hauen wir dem seinen Kopf mal so richtig hier. Au. Oh, verdammt. Au! Ich drücke die ganze Zeit auf E. Ich hoffe, da passiert irgendwas. Oh, okay. Okay, 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 okay. Richtig. Oh. Das war ein Volltreffer. Er hat noch die Atomrakete gestartet. Begib dich zum Raketensilo. Okay. Was? Nein! Nein! Nein, wir halten die Atomrakete auf! Natürlich, wir halten uns an dieser Atomrakete fest! Weil das Spiel ja auch überhaupt gar nicht übertrieben ist. Ja, wir klettern an einer gezündeten Atomrakete rauf. Nur damit ihr Bescheid wisst, wo wir hier gerade sind. Das ist zumindest, glaube ich, der schnellste Weg zurück nach Washington. Okay. Ach so, ja klar, es funktioniert die Atomrakete einfach nicht mehr. Ja. Oh, schnell ausweichen. Das war knapp. Weiter. Oh, nochmal. Wieso fliegt denn diese Atomrakete auseinander? Was ist das denn für ein billiges tschechisches Modell? So, hier können wir offensichtlich auch nochmal irgendwas rausreißen. Oh. Okay, jetzt springen wir da einfach mal runter. Jo, genau. Thumbs up und weg damit. Genau, die Rakete ist ungefähr 10.000 Kilometer in die Höhe geflogen. Und wir springen da jetzt einfach runter. Wird schon laufen. Da bin ich. Zack. Auf dem Präsidentenstuhl. War schon weit gekommen, die Rakete. Oh, gefällt mir. Das Weiße Haus ist jetzt meins. Yeah, in the house. Bewunderung Amerikas freigeschaltet. Präsidentschaft der Vereinigten Staaten freigeschaltet. Drücke alle Knöpfe, um einen globalen thermonuklearen Krieg zu beginnen. Okay. Stabschef Benjamin King freigeschaltet. Benjamin Motherfucking King! Vizepräsident Keith David freigeschaltet. Bereit für diesen Player? Okay, ich bin jetzt echt Präsident? Läuft, würde ich sagen. So in etwa habe ich mir das vorgestellt. The hottest people in politics. Okay. Okay, jetzt kann ich offensichtlich meinen Charakter ein bisschen einstellen. Ich hätte ganz gerne erstmal ein Weibchen. Das sieht doch schon mal nett aus. Nö, hellhäutig finde ich schon okay. Körperbau. Wie mache ich das hier? Mit der Maus hier? Ah, guck mal.
die ziemlich stark machen oder ziemlich dick oder ziemlich dünn. Also Mitte, Mitte schon okay. Oder machen wir so ein bisschen... Na komm, machen mal. Ein bisschen kräftig soll sie schon sein, die Gute. Kräftig und dick, geht das auch? Dick, kräftig. Dick, kräftig. Dick. Na komm, wir machen mal. So, ein bisschen mehr dick ist ja schon mal nicht so schlecht. Und ein bisschen stärker könnte sie auch sein. Vielleicht so, das ist doch... Dann ist das nicht ganz so ein Magermodel hier. Ja, übernimm das mal. Haut. Hier, braun gebrannt. Hautton. Bauarbeiterbräune. Bikinibräune. Bikinibräune mit Tanga. Ach komm, lass wir das mal. Alter, 0. Oh, 100. Igitt. Was ist denn hier mal so mit knackige 20? Sex Appeal? Viel. Ach so, Sex Appeal definiert sich nur über die Brüste. Okay. Ja gut, komm, machen wir mal so. Das reicht, glaube ich. So viel Sex Appeal. Gesicht, Scheitel, Kopfdeckenbreite, oh Leute, was weiß ich. Wieso ist das hier eigentlich unten zensiert? Das ist die eigentliche... na, ihr wisst schon. Das ist eigentlich grauenhafte hier. Die Lippen sind so ein bisschen dick irgendwie. Kann man hier irgendwo Mund machen? Da, Mund. Mundbreite... Oberlippenmittelhöhe... Oberlippenmittelgröße. Kann man das hier, wenn das hier kleiner macht? Und Unterlippenmittelgröße... Irgendwie tut sich gar nichts. Hasenzähnchen. Machen wir schön wieder zurück. Hasenzähne brauchen wir hier nicht. Biss, was ist denn Biss? Mehr Biss. Weniger Biss. Mundstil. Na ja, komm, hier so ein kleinerer Mund ist doch nicht schlecht. So. Können wir noch Schönes machen hier? Haare. Haare sind auch immer sehr wichtig. Haare auf dem Kopf. Hausfrau aus den 50ern. Rrr, sexy. Das ist ja grandios sexy. Was gibt's hier noch? Geteilter Vorhang. Glam Rock. Hausfrau aus den 50ern. Halbschnitt. Ach du meine Güte, okay. Irokesenschnitt. Japanisch. Da kommt ja mal so eine Japanerin hier. Warum denn nicht? Augenbrauen. Natürlich männlich. Und natürlich weiblich draus. Und das würde irgendwie vielleicht zu den Haaren passen. Farbe der Haaraccessoires. Also ich persönlich finde ja, dass Haaraccessoires von mir aus auch dunkel sein können. So, das passt ganz gut. So, was kann ich noch machen? Make-up ist egal. Persönlichkeit. Stimme. Ja, passt schon. Kompliment. Okay, der Boy Group Tanz. Okay, sehr erotisch. Daumen hoch. Sehr geil. Okay, amtierender Champion. Okay. Der Dollar Dandy. Disco Fieber. Okay. Kannst du dich mal drehen hier? So. Immer frisch bleiben. Oh mein Gott. Mach mal den Ju. Oh, Luftgitarre. Okay, sieht gut aus. Spottgeste. You ass fucker. Zack. Okay. Uff, okay. Haustierdetektiv. Okay. Der Kung-Fu-Tanz. Okay. Lass das. Okay, mir ist übel. Was wäre, als wenn die kacken müsste? Nicht irgendwie, als wenn ihr übel wäre. Pinkelnder Hund. Okay. Nature Boy. Okay, Nummer 2. Oh, komm, das ist so sexy. Kannst du das mal sauber machen? Charaktergalerie.
Ich würde ja irgendwie vielleicht was anderes anziehen. Kann man da nicht irgendwie was machen? Naja, von mir aus. Auf geht's. Übernehmen wir das einfach mal. Kostet ja nichts. 5 Jahre später. You alienated part of America. I alienated crazy people. You couldn't resist, could you? Jesus, not you too. This is a problem. I keep trying to explain that, but the president won't listen. Poverty is a problem. Apartheid is a problem. This is just a couple of. Here's the latest proof ball. We lost 20 points. We can get them back. They're at 20 points. I'll admit that's a little lower than anticipated. So you agree you have a problem? Nope, you do. You're the communications director. Fix this. Can you give me 100% employment? No. Will you get married? Fuck no. Mein Tiger muss natürlich auch noch gefüttert werden. You're more fun as a gang leader. We have a country to run. Fun isn't part of the equation. There's a septic truck when you need one. Okay, Party im Weißen Haus hier. I hope Keith has some good news. Begib dich zur Pressekonferenz. Ein wunderschön. Was? You've got enough clout right now for one major bill, not both. What do you want me to push forward? Do you want to be the president who cured cancer or the president who solved world hunger? Puh, Welthunger. Oder Krebsheilung. Na, ich mach mal Krebsheilung. Time to make cancer public enemy number one. Good choice. Danke. So, weiter geht's. Kinsey's got the peanut gallery handled. Guten Tag. Oh, was? You think you can cram your agenda past Congress? You are in for a rude awakening. You hear me? Now let me tell you a little something about the greatest word in politics. Filibuster. Filibuster, was willst du von mir? Hier, 5 auf die 12. How about Facebuster? Sauber, so stelle ich mir den Präsidenten der Vereinigten Staaten vor. Oleg and I are about to head over to Camp David to watch some Nightblade. Yep. You down? Nee, ich muss weg. Catch up with you later, Josh. I'm your number one fan! Nice work, Oleg. Nice. Ich bin ihr größter Fan. Bam! Okay, die Pressekonferenz. Oh. The president's words were taken out of context. Kinsey, what's the right context for, and I quote, I'm the patron saint of America, we should probably look into changing the Pledge of Allegiance to one nation under me. That's a great question. Jane? I think we have a problem. Oh, not you two. How many times do I have Asha to... and Miller are waiting for you in the Oval Office. If MI6 needed something, they would send it up the chain, not fly across an ocean. They said nobody back home believes them. Jesus, what's going on? They think we're about to be attacked by aliens. I gotta go. This is serious. You know that Kinsey's been saying the same thing. When did you start taking Kinsey seriously? When the people who helped us save the world said we should. All right. I'll swing by after I... Oi. Aliens! Da ist der motherfucking Alien-Anführer. Geiler Auftritt. Ladies and gentlemen, this is not a time for fear, but a time for celebration. Today, the best and brightest among you will find salvation within the Zin Empire. I'm smarter than all these people. Delightful. I'm Zinyak. Pleasure to meet you. Would you like to join me for a ride? Splendid.
Die Zähne sind mir bei dieser Präsidentin Tussi nicht so ganz gut gelungen, muss ich zugeben. Lasst mir in Ruhe, ich habe hier meine Pressetante zu beschützen. Okay, ich muss zum Oval Office. Alter, du stehst mir im Weg. So, er stirbt. Das ist schon mal gut. Okay. I'm meeting up with Matt. I'll be in touch via comm. Be careful. So, Freunde. Come on, this way. Okay, okay, okay. Whoa! What the fuck? Keith! Damn it! Good girls kick ass. Tut mir leid, ihr müsst mal ganz kurz weg hier. We got this. Was ist hier los, Freunde? Macht Platz, ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten. Ah! Alter Vater. Die Alien Motherfucker. Also, ich schlause die Biester ja nicht. Selbst mit Dauerfeuer komme ich da relativ gut durch. Ja, ja, dein Wife. Alter, hör auf. Au! Sag mal. So. Lass mein Land in Ruhe. Oh, ich muss mal ganz kurz weg. So, du stirbst, du stirbst, du stirbst. Und du musst auch noch weg. Moment, muss ich mal ganz kurz hier verstecken zum Nachladen? Stirb, stirb. Ey, du solltest da eigentlich tot sein. So. Oh mein Gott. Was ist denn hier los, Freunde? Oh, wo kommt ihr denn alle her? Was wollt ihr eigentlich hier? Danke. So. Meine Güte, ich bin hier gerade ein bisschen im Stress, deswegen erzähle ich auch so wenig. Aber ihr seid ja auch nicht hier, um meine liebreizende Stimme zu hören, sondern mir beim Zocken zuzugucken. So. Ui, mein Office. Was ist mit meinem Office passiert? Ach du Scheiße. Let's do this, you gorgeous thing. Okay. Bam. So, Mädels. Jawohl, das ist eine Wumme. Kannst große Dinge nicht einfach abschießen? Ich glaube nicht. Eher so die kleinen. Das ist doch was, ein Präsident, der selbst noch an der Flak sitzt. Nicht immer seine Militärhandys losschickt. Ganz schön derbe Ausdrucksweise hier, gefällt mir. Ah, sag mal. Jawohl. Ah! Alter, wie viele von euch kommen denn da noch? Ich fühle mich hier ein bisschen in die Enge getrieben. Wo bleibt eigentlich die Armee? Lass sie den Präsidenten alles alleine machen. Wie gibt's denn sowas? So, ist das genug explodiert hier? Oh nein!
Schießt das Schlachtschiff ab. Das kannst du haben. So. Was zur Hölle? Das war knapp. Oh. Au. Why do you humans enjoy leaping so much? Get off my lawn, you son of a bitch. Wieso sprechen die Aliens eigentlich Englisch? Bam! Die Alte hat echt Pfeffer. Zack, 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 in die Fresse! Warum denn nicht? Komm her. Komm her, wenn du was willst. Was? Oh nein, der ist so ein Hologramm. Au! Did you really think you could stop me? Hat so ein bisschen was von Darth Vader. Human arrogance. Is there anything more charming? Au! Au! Bravado me to death? I'm going to have fun breaking you. Hui. Der Saints-Flügel geschafft. Okay, klingt, als wäre ich ziemlich in der Pat. Was? Goodness me, what a dream. Geh runter in die Küche. Schönes Fernsehen. Wie läuft sie denn? Na 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 na. Something sure smells tasty. Oh mein Gott. Kann es sein, dass ich irgendwie in den 70ern oder 50ern gelandet bin? Morning, dear. I made your favorite breakfast. Oh, danke. Oh, Mr. King from across the street is going out of town for a few weeks. He was wondering if you could check his mail for him. Oh, and your friend Pierce called. I'm sure he has some crazy new get-rich scheme. Oh, that Pierce. Such a card. And someone named Deck stopped by earlier. I didn't recognize him, so I just sent him away. Okay. I heard Timmy deliver the paper earlier. Could you fetch it, dear? Sure thing. Lass uns vögeln. Entschuldigung. Ich bin so glücklich in den 50ern. Yeah, yeah. So. Schnapp dir die Zeitung. Hi, Doodle-Di-Di. Dieser sexy Flanders. Okay. Wait, don't I usually drive? It's your world. Go ahead. Okay, jetzt kann ich also eine Runde fahren. Fahre die Mails. They sure are anxious to meet you. They? Why, you do have a queer sense of humor. Is it just me or does everything look kind of weird. Now, what's that you say? Just a nagging feeling like this is all... Can't wait to get out to the lake this weekend. I hear the fish are really biting. The fish are...
What are you talking about? Don't you worry now. We're almost there. There is definitely something wrong with this car. Warum? Der Wagen ist doch super. Oh, careful now. Well, here we are. Okay. Aren't you glad handled it? We got time. Yeah, jawohl, ich bin's, euer Präsident. Guten Tag, guten Tag. So, was soll ich hier tun? Auf die andere Seite gehen. Ja, ja, ich liebe euch alle. Bejubelt mich. Sagt mir, wie glücklich ich bin. Oder wie glücklich ich euch mache. Verdammt. Ja, ich würde hier gerne einfach außen rumgehen. Aber wir haben ja Zeit. Ich muss hier schön in Zeitlupe laufen. Ich würde gerne schneller laufen, aber es geht einfach nicht. Ich drücke die ganze Zeit auf Go. Insbesondere, da ich gerade sehe, dass ich die halbe Stunde schon deutlich überzogen habe. Das tut mir total leid. Ich habe heute echt wenig gesagt. Ah! Verdammt, auch noch in C gepiekst. Geht zum Fototermin. Yeah, ich bin's, euer Präsident. Betritt das Diner. Das Volk wartet. Oh my stars, it's the president. Hi, how are... What the f***? We don't use that kind of language here in Steelport. Oh oh. Ein Fehler in der Matrix, würde ich sagen. Ein Fehler in der Matrix. Jetzt ein bisschen Gas geben, entkomme, okay. Oh. What is this? Kinsey, where are you? Finally! Listen to me. No time to explain, but you have to break free. Break free from what, Kinsey? The place you're in isn't real. Whatever it's having you do, you need to stop. What? I'm just driving. Okay, good. There's a park nearby. Head there and give me a sec. Ein Park? Ein Park? Ist das hier der Park? Ne, da hinten ist der Park. Kann ich ja eigentlich alle, wenn das sowieso nur nicht echt ist, da kann ich ja auch alles ein bisschen kaputt machen hier. Was? Oh, wow! Au! Mein Auto ist verschwunden! Töte Polizisten. Das ist euer Ernst? Naja, sind ja eh nicht echt. So, so, damit habe ich doch gerechnet. Jetzt noch einer? Oh, da. Ja, ja, ich mach schon weiter, keine Angst. Noch mehr? Oh, noch mehr. Schon, ich muss ja eben kurz nachladen, ne? Hier, zack in den Kopf. Zack in den Kopf. Zack in den... Hallo? Ah, egal, du hast ja noch Beine. Ja, tut weh, ne? Ich wollte ja in den Kopf schießen, du wolltest ja nicht. Brauch etwas Größeres, okay. Nimm den Raketenwerfer. Was ist... Sorge für Vandalismus 1000. Okay. Ja, ich weiß nicht. Ich könnte diesen Truck in die Luft jagen. Ja, das war ein guter Anfang. Da mal so ins Gebäude. Vielleicht hier im Schaufenster ist auch irgendwas. Okay, geht nicht. Was? Wer schießt hier auf mich? Wer wagt es sich? Hier. Bam.
Immer schön mit dem Raketenwerfer rein. Zack. Ah, mach doch einen Abflug hier, so. Oh. Haben wir noch mehr Polizisten hier irgendwo? Nee, ich glaube, die Polizei ist ausgestorben. Ein Truck. The simulation is... Oh, no. Wait a minute. Wait. What's going on, Kinsey? Was passiert hier, Kinsey? Kinsey, hilf mir. No problem. Oh, was passiert jetzt? Wer ist er? Der Overcorp? Okay, wo ist er? Tötet den Sheriff. Was? Wo ist er? Wow. Alter, wie viel Energie hat er denn? Er kriegt hier mehrere Raketenwerfer ins Gesicht und stört ihn einfach gar nicht. Der Eier aus Stahl. Ah, springt er einfach wieder durch die Gegend hier. Oh! Autsch! Das ist nicht sehr freundlich. Was ist hier los? Was ist hier los? Es hat angehalten. Es hat angehalten. Ich weiß... Oh, doch, warte, jetzt ist es wieder weiter. Okay. Ich weiß nicht, was es war, aber es ist, glaube ich, ein deutliches Zeichen, dass wir jetzt so langsam mal aufhören müssen. Oh, die Simulation ist, glaube ich, beendet. Gut. Au! I should have realized a prison of peace would never hold a sociopath like yourself. I'm more of a puckish rogue. A rose by any other name. Are you trying to kill me or sleep with me? Charming. See, there you go, those mixed messages again. Then allow me to be perfectly clear. I am the architect of your reality. I build what I want. I destroy what I want. And your bravado means... Okay. Fighting back is pointless, my friend. There's nowhere to run. My friends, each of you are guilty of crimes against the Zin Empire. But today is your lucky day. Today, you get to be a part of a new work release program. Swear your fealty, and I will empower you to be wardens of Simulation 31. You will have one purpose. Torment the President of the United States. Beyond that, the world is yours to toy with. Ravage it. Indulge in your basest desire. It makes no difference to me. Just leave the prisoner alive. Oh my God. Broken. Not dead. Go now and tear their world asunder. Okay. Gut. Also wie ich gerade schon mal die Musik ist ziemlich cool. Okay. Ja, wie ich schon gerade sagen wollte oder schon mal gesagt habe, ich denke, dass jetzt die Aufnahme für heute beendet ist, denn ich bin schon deutlich über der Zeit.
Ja, ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen, gesegneten 14. Dezember. Und ich denke, man sieht sich. Adios, bis dann. Tschüss.